295.000 Euro bringt dieses Spiel ein zugunsten der Opfer der Flugkatastrophe vom 14. Juli. Hagen war ja besonders betroffen. Ich habe mich der Baron Limburg noch nicht ganz kundig gemacht, aber es könnte sein, dass du recht hast. Ich habe mich, aber... Julian Brandt, schön abgelegt, Makrekis. Oh, was für eine geile Torwartparade. Klasse, Applaus, Stefan Ross. Dass das eine das andere nicht ausschließt. Ganz genau. Julian Brandt, Heyman Batraoré. Ja. Oh, schöne Rückgabe. Aus, oh. Also zweimal vom eigenen Mann geprüft, der starke Benedikt Mross. Kein Abseits. Wolf. Und da ist das 1:0 für den BVB. In der 11. Spielminute Julian Brandt. Ich glaube, ich hole noch mal einen großen Zettel. Ja, aber Timo Bornemann ist der Torschütze. Nicht Julian? Nee. Ja. 51, du hast recht. Wolf. Schön gespielt, linke Seite. Jawohl, und da ist das 2:0 in der 18. Spielminute. Sehr schönes Tor von Finson. Die erste Szene, wo der starke Benedikt Mross vielleicht etwas unglücklich aussieht. Der Ball tickt aber auch kurz vor ihm auf. Bei Bit Eurowings, FIFA 22, Coca-Cola, GLS, Tech. Take. Jetzt muss ich mal gucken. Nochmal. Geht in die Mitte. Schuss aufs Tor. Und da muss ich Trillica aber lang machen, dass er den Ball noch um den Pfosten gedreht bekommt. Spielvereinigung Hagen L. Von der linken Strafraumkante wird jetzt der Ball vor den Kasten geschlagen. Auf die Rechte. Da kommt von hinten. Oh! Direktabnahme von der 15. Was war das denn für ein Schuss? Sensationell. Das war doch der von irgendwie Police Academy. Und da ist es! René mit dem 3:0, wenn ich das richtig gesehen habe, in der 36. Minute. Wolf macht den Ball nochmal straff und legt er mit dem Kopf ab für René. René, klasse gespielt und das war richtig gut von Magamedic. Der haut den Ball in der 44. Minute unhaltbar in den Kasten. Da schaut er, was macht der Torwart, wo steht der Torwart, und dann gibt er ihm gar keine Chance. So, und jetzt ist Halbzeit, 4:0 für den BVB. Wolf, Renier, Renier und die Möglichkeit, oh, und der Ball drin. Wunderschönes Tor, war es die 40? Habe ich es richtig gesehen? Nee. Ja, ich war gerade auch etwas verwirrt, die 40 hat Drillyatscha. 50. Die 50, Christian Fied, Christian Fied, FC, genau. St. Pauli gekommen, hat 10 Zweitligaspiele und 60 in der Regionalliga. Nochmal über die linke Seite. Oh, 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 das gibt Elfmeter. Das schauen wir uns nochmal an. Der Kapitän, die 8, sagt, das war doch nicht, sagt er. Danu Lutu. Ja, elf. Sehr sicher verwandelt von unserem Julian. Hat er gut gemacht, die 19. Im Weg. Spielt jetzt genau in die falsche Richtung. Renier. Renier. Tor. Zweites Tor. 9. Minute. 3:0. Der 19 Jahre junge Brasilianer Renier. 14 Bundesligaspiele. Die Nummer. Ball kommt vor das Tor. Oh. Was war das? Ein Eigentor? Nee, Meloni. Kopfballtor. Torwart kommt einen Schritt zu spät. Lennart Meloni zum 8:0.
Freistoßflanke von Julian Brandt. Nochmal auf die rechte Seite. Lupfer in die Mitte. Und da ist das 0:5 durch Mario Kondratic. Eingeleitet von Marius Wolf. Der war der Flankengeber. Nicht gesehen habe ich, wer mit der Brust vorlegt. Marin Kondratic mit seinem ersten Tor für den BVB. Geht vorbei, bringt den Ball vors Tor. Oh, abgewehrt. Oh, der war durchaus haltbar in der 31., also 76. Minute zum 10:0. Wer war der Torschütze außer dem Torwart? Schade für den. Die 50, und die 50 ist Christian Fied. Auf Kondratic. Kondratic. Jawohl. Und da macht Kamara sein erstes Tor. Feines Zuspiel von Kondratic und Kamara Abdullah. Hatte ich gerade von Limburg Haken, hatte es in der ersten Halbzeit im ersten Spiel. Wieder Elfmeter. Der ist da gefoult worden. Er liegt am Boden. Die Fied. 60. 50. Ganz so hoch sind wir noch nicht. Christian Fied. Und er schießt jetzt. Ja. 12:0. Jo, jo, jo. 12:0. 6:0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:0 in der zweiten Halbzeit. Spanien Hagen 11 und SV Hohenlimburg 10 mit insgesamt 12:0. 4:0 in der ersten Halbzeit, 8:0 in der zweiten. Wir haben ein munteres Spielchen gesehen. Das Wichtigste ist, dass Geld gesammelt wurde für die Flutopfer.